Heute gehört der fünfte Teil von unserem Hörspiel Heidi, wo Olga Meier nach dem Buch von der Johanna Spiri mitmachen die Hörspiele von Radio Zürich und die Leitung hat der Walter Wefel. Ihr wisst, dass Heidi jetzt in Frankfurt ist, im Haus Sesemann, bei der Clara Volamisch und der Fräulein Rottenmeier, die im Haus regiert. Das Heidi hat schüli Heimweh. Aber es darf nicht mehr fort, das weiss es jetzt. Und das plaget's. Gottlob kommt Grossmama Sesemann auf Besuch. Das ist eine liebe Frau. Sie sieht, dass Heidi einen Kummer mit sie umträgt und sagt ihm, es soll einem lieben Gott anvertrauen. Er könne allen Menschen helfen, auch ihm. Sie zeigt dem Heidi aber ein prächtiges Bilderbuch und verspricht ihm, es darf es behalten, sobald sie lesen können. Etwa zwei Wochen später klopft der Herr Kandidat, das ist der Lehrer, der zu den Kindern ins Haus kommt, bei der Grossmama Sesemann an die Türe. Er müsse gewiss wegen etwas stören. Es sei ein Wunder geschehen. Etwas, das er sich ganz und gar nicht erklären kann. Da platzt dem Grossmama in sein Berichten ein. Sollte Heidi etwa lesen gelernt haben? Der Herr Kandidat erklärt der alten Frau, wie das fast über die Nacht gekommen sei. Es geschehen viele wunderbare Dinge im Menschenleben, Herr Kandidat. Jetzt wollen wir uns freuen, dass das Kind so weit ist und auf guten Fortgang hoffen, nicht wahr? Nach am gleichen Abend, wo es zum Nachtessen geht, findet Heidi neben seinem Teller das grosse Buch mit den schönen Bildern und Geschichten. Ja, ja, Heidi, es gehört dir. Für immer. Auch wenn ich heimgehe. Gewiss, für immer. Oh. Nicht wahr, Clara? Ja, gewiss. Aber Heidi soll noch nicht heimgehen, noch viele Jahre nicht. Wenn du wieder fortgehst, Großmama, muss doch jemand bei mir bleiben. Sonst bin ich ganz traurig und allein. Das Heidi hat eine mächtige Freude an seinem Bilder- und Geschichtenbuch. Es kommt nicht genug über mich schauen. Z'Abig sagt Großmama jetzt manchmal. Nun liest uns Heidi eine Geschichte vor. Und wahrhaftig, es bringt's fertig, ohne viel zu stackeln. Am allerliebsten schaut Heidi immer noch das Bild vom Hirt mit den Schäfli an. Es weiss aus der Geschichte, die dazugehört, dass der junge Hirt von die Heime fortgelaufen und ganz mager geworden ist. Am anderen Ort muss er Säule hüten und die Sonne scheint gar nicht mehr schön. Aber dann kommt noch ein Bild in dem Buch. Da sieht man, wie der Hirt wieder zum Vater heimkommt und wie der nicht sagt, er will ihn jetzt auch nicht mehr. Nein, er geht ihm entgegen und ist lieb mit ihm. Und dann haben sie es wieder schön. Das Heidi liest die Geschichte laut und leislig. Und was nicht da steht, erzählt Grossmama noch dazu. Schade, dass sie schon bald wieder heim muss. Das Heidi hat sie lieb bekommen. Und auch Grossmama hat Freude am Kind. Darum wird es ihr nicht gefallen, dass es nie recht lustig reinschaut. Auch jetzt nicht. Sag mir, Heidi, warum bist du nicht fröhlich? Hast du immer noch denselben Kummer im Herzen? Ja. Und betest du nun alle Tage, dass alles gut wird und er dich froh macht? Nein, ich bete jetzt gar nie mehr. Warum, Heidi? Es nützt nichts. Der liebe Gott hat nicht zugelassen. Ich glaube es wohl, wenn es abends in Frankfurt so viele Leute beten, kann er doch nicht überall hören. Ich hab er einmal nicht gehört. So. Wie weißt du denn das so sicher, Heidi? Ich habe alltags gleich gebetet. Und der liebe Gott hat nichts gemacht. Gib mir deine Hand, liebes Kind. Schau, so geht das nicht so. Das musst du nicht meinen. Der liebe Gott weiß besser, was für uns gut ist als wir. Er hat dich schon gehört. Er kann alle Menschen auf einmal anhören. Aber nun hat er sich wohl gedacht, das Heidi soll schon einmal haben, wofür es bittet. Aber es muss noch ein wenig warten. Und während der liebe Gott nun auf dich niederschaute, ob du auch täglich zu ihm kommst und betest, bist du von ihm weggelaufen.
Er hörte deine Stimme nie mehr und hätte dir doch helfen können. Willst du es so haben, Heidi? Oder willst du gleich wieder zum lieben Gott gehen und ihn um Verzeihung bitten und an alle Tage zu ihm beten und ihm vertrauen, dass er alles gut für dich macht? Ja, ich will gehen. Ich wollte lieb Gott nie mehr vergessen. Nach dem Betten war es Heidi Wöhler. Aber dann kam der Tag, wo die Grossmama abgereist ist. Der Johann und der Sebastian tragen die Kufferen die Stegen ab. Und Fräulein Rottenmeier hilft der Frau Sesemann in die Kutsche einsteigen. Wo sie abfahrt, dunkt Heidi und Clara, das ganze Haus sei auf einmal leer und kalt und traurig. Es war auch am anderen Tag so. Da holt Heidi nach dem Mittag sein Bilderbuch führen und sagt zu der Clara: Ich lese dir jetzt immer vor. Was? Clara will gern. Sie kann wegen dem ja gleich ausruben. Aber da liest Heidi gerade die Geschichte von der Großmutter, die stirbt. Und fängt mitten in einer Laut an schreien. Jetzt ist die Großmutter tot. Und ich kann nie mehr zu untergehen. Und sie hat nicht einmal ein einziges weisses Weg bekommen. Clara kann lang sagen, das sei ja nicht die blinde Großmutter im Geissen Peter Häusli. Sie hat ganz eine andere Großmutter gemeint. Das Heidi ist nicht zu trösten. Die blinde Großmutter könnte doch auch sterben. Und der Großvater daheim auch, wenn er so lange fortbleibt. Dann sehe gar nie mehr und alles wäre still auf der Alp. Daran zu denken, macht Heidi ganz verzweifelt. Es kann auch noch nicht aufhören, Hitzke, wo Fräulein Rottenmeier ins Zimmer kommt. Adelheid, nun habe ich genug. Ich will dir eines sagen. Wenn du noch ein einziges Mal beim Lesen solche Geschichten machst, so nehme ich das Buch aus deinen Händen. Und zwar für immer. Von da weg schreit Heidi nie mehr beim Lesen. Es verzieht manchmal nur das Gesicht so gespässig, dass Clara laut muss lachen. Heidi, du machst so schreckliche Grimassen, wie ich noch nie gesehen habe. Sie hat keine Antwort bekommen. Das Heidi darf ja nicht schreien, sonst nimmt dem Fräulein Rottenmeier das Buch weg. Sein Liebbuch. Der Kummer nimmt dem Heidi den Hunger. Es mag einfach nicht mehr essen, auch wenn noch so etwas Gutes auf den Tisch kommt. Der Sebastian stupft's immer wieder beim Mittag oder beim Nachtessen. Nehmen doch von dem, Mamsellchen. Es ist vortrefflich. Na, nicht so, wa? Einen rechten Löffel voll. Oh, und noch einen? Es nützt nicht viel. Am anderen Tag ist Heidi wieder fast nichts. Es bringt's einfach nicht runter. Es ist, wie wenn ihm etwas den Hals zuschnüren. Die Nacht, wenn sie im Bett liegt, schreit sie leislich ins Küsschen. So ist ein Tag um den anderen vergangen. Das Heidi kommt immer mehr Heimweh über. Es ist Herbst geworden und Winter. Schon scheint die Sonne wieder heller ab Muren an. Das arme Heidi sitzt, sobald es noch kann, in sein Zimmer in Ecken und hebt die Augen fest zu, dass es die Sonne von außen nicht muss sehen. Gespässig. In dieser Zeit war im Haus Sesemann etwas nicht mehr wie vorher. Es geistert im Haus. Warum steht jetzt am frühen Morgen, wenn der Sebastian aufschliessen will, die Haustür sperrangelweit offen? Es ist vor ihm niemand runtergegangen. Er ist immer der Erste. Er oder der Johann, der auch hilft im Haus. Der ging jetzt um kein Geld mehr allein runter. Er fürcht sie. Auch Dinette wäre nicht mehr dazu zu bringen, im Keller oder auf den Winden etwas zu holen. Der Sebastian muss mit. Und dabei hat Fräulein Rottenmeier das ganze Haus von zoberst bis zunderst lassen durch Neusen. Vielleicht sind Diebe da gewesen, aber es fehlt kein Gufenknopf im ganzen Haus. Am anderen Morgen ist die Haustür wieder offen. Jetzt fängt sich auch Fräulein Rottenmeier so an zu fürchten, dass sie sagt, der Johann und der Sebastian müssen über die Nacht im Kämmerli neben der Haustüre sitzen und aufpassen.
Sie gibt jedem eine alte Pistole vom Herrn Sesemann mit, dass sie sich wehren können, wenn sie Gespenst kommen. Aber die zwei sind vom Arbeiten den ganzen Tag gehörig müde. Sie schlafen noch bald auf ihren Stühlen ein. Aber auf einmal fährt der Johann auf. Er zehrt den Sebastian am Ärmel. Hey, du, hm? Hörst du nichts? Wir sollten doch einmal hinausgehen und sehen, wie es steht. Du wirst dich doch nicht fürchten. Wir haben hier die brennende Kerze und unsere Waffen. Ja, doch, ich denke schon, ja. Wer hat die Kerze ausgelöscht? Weiß ich. Da, nun. Kann man doch wenigstens wieder etwas sehen. Ja. Um Gottes Willen, Johann, du bist ja kreidebleich und siehst das wie Espenlaub. Was? Was war denn so? Rede doch. Die Haustür. Sperrangel weit offen. Was? Auf der Treppe eine weiße Gestalt. Oh. So wahr ich lebe. Eine weiße Gestalt. Husch, Hund. Verschwunden. Mit eigenen Augen gesehen. Der Sebastian kommt nur vom Zuhören schon Hühnerhaut über. Er und der Johann gehen sobald es Tage zu der Fräulein Rottenmeier ruhen, alles gut berichten. Schnurstracks sitzt sie an den Tisch an und fängt an zu schreiben. Ein Brief für den Herrn Sesemann. Er soll sofort heimkommen. Niemand im Haus sei mir seines Lebens sicher. Ein Gespenst. Der Herr Sesemann zu Paris lacht laut auf, als er den Brief liest. Er schreibt sofort zurück, er habe gewissen keine Zeit wegen einem Gespenst heimzukommen. Wenn sich sie in nächster Zeit nicht besser aufführen, sollen sie der Grossmama berichten. Sie sei schon mit Mengen Gespenst fertig geworden. Bis zu dem Tag hat Fräulein Rottenmeier der Clara und dem Heidi nichts erzählt vom Gespenst und der offenen Haustür. Jetzt aber schwiegen sie nicht mehr. Sie jagt der Clara so eine Angst ein, dass sie nicht mehr allein schlafen will. Fräulein Rottenmeier müsse zu einer nie kommen, sagt sie. Und der Johann und der Sebastian müssen vor der Tür sitzen. Die Nett soll beim Heidi schlafen und die ganze Nacht müssen wir das Licht brennen. Aber das Heidi fürchtet die Nett mehr als das Gespenst. Es weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Clara schreibt auch ihrem Papa, er soll bitte sofort heimkommen. Sie sei vor lauter Angst halb krank. Auf das aber lässt der Herr Sesemann alles liegen und fährt heim. Kaum ist er angekommen, lässt er den Sebastian zu sich ins Zimmer kommen. Sagen wir nun ehrlich, hat er nicht etwa selbst Gespenst gespielt, so um Fräulein Rottenmeier ein wenig Kurzweil zu machen? Hm, Sebastian? Nein, nein, meiner Treu, das muss der gnädige Herr nicht glauben. Es ist mir selbst nicht ganz geheuer bei der Sache. Nun, wenn es so steht, will ich morgen ihm und dem tapferen Johann zeigen, wie Gespenster bei Licht aussehen. Schäme sich, Sebastian. Nun gehe er unverzüglich zu meinem alten Freund Dr. Klaassen und richte ihm aus, er möchte unbedingt heute Abend 9 Uhr bei mir erscheinen. Er müsse eine Nacht bei mir wachen. Es stehe schlimm mit mir. Ich sei extra von Paris hergereist. Verstanden, Sebastian? Punkt 9. Clara und Heidi sind schon im Bett und Fräulein Rottenmeier in ihrem Zimmer. Läutet's und der Doktor kommt. Als er seinen Freund, den Herr Sesemann, sieht, klopft er ihm auf die Achsel. Nun, nach einem, bei dem man wachen soll, siehst du nicht gerade aus. Nur Geduld, Doktor. Derjenige, für den du wachen musst, wird schon schlimmer aussehen, wenn wir ihn erst abgefangen haben. Abgefangen? Was soll das heißen? Ist es denn kein Kranker? Weit schlimmer. Ein Gespenst. Oho. Meine Freundin, die Rottenmeier, ist überzeugt davon, dass mein Urgroßvater nachts hier herumrumort und seine Schauertaten abbüßt. Die beiden Herren machen sich in den zwei weichen Lehnstühlen, die der Sebastian ins Aufpasserkämmerli neben der Haustür gestellt hat, bequem. Und der Herr Sesemann erzählt dem alten Doktor alles, was er über das Gespenst, das da umgeistern soll, erfahren hat.
So ist es noch gleich Mitternacht geworden. Das Gespenst kommt wohl heute gar nicht, Sesemann. Nur Geduld. Es soll erst um 1 Uhr kommen. Im Haus ist es müßlich still. Und auch auf der Straße fährt kein einziges Fuhrwerk mehr vorbei. Der Herr Sesemann fängt ein bisschen an schnarcheln. Da packt ihn der Doktor auf einmal am Ärmel. Hörst du nichts? Jetzt hört auch der Herr Sesemann deutlich, wie ein Schlüssel im Schloss umgedreht worden ist. Er packt einen von den Revolver, der Doktor den Kerzenleuchter. Er reißt die Kämmerli-Tür auf und ruft mit einer Donnerstimme: Wer da? Eine kleine Gestalt im weißen Nachthemdli reibt die Augen und fängt wie ein Blättchen im Wind an zu zittern, wo sie die zwei Männer sieht. Der Herr Sesemann und der Doktor schauen einander an. Zuerst findet der Herr Sesemann die Sprache wieder. Heidi, was soll das heißen? Warum bist du hier heruntergekommen? Das Heidi ist schneeweiß im Gesicht. Ich weiß es nicht. Auf das aber winkt der Doktor dem Herr Sesemann, er soll noch mal in den Lehnstuhl sitzen und ein bisschen warten. Er muss etwas reden mit dem Heidi. Es ging allweg nicht lang. Wo sie im Heidi im Zimmer oben sind, nimmt der Doktor das Kind wie eine Mutter auf den Arm, legt sie ins Bett hin, deckt das Ordeli zu und sitzt zu einem Mann. Nicht fürchten, nur ganz ruhig sein. Nun sag mir, Heidi, wo wolltest du? Ich kann gar nie nicht hin, weil ich bin gar nicht die Stege durch abgegangen. Auf einmal. Hast du manchmal etwas geträumt in der Nacht, sodass du deutlich etwas sahst und hörtest? Es träumt mir jede Nacht gleich. Dann bin ich wieder beim Grossvater oben und höre dann rauschen und sehe alle Sterne glitzern. Ich gehe schnell zur Tür und mache sie auf. Dann ist es schön, so schön. Aber wenn ich verwache, bin ich immer noch zu Frankfurt. Das Heidi fängt an würgen und schlucken, dass es ja nicht muss brieken. Vielleicht hat es der Doktor auch nicht gern, wenn man schreit. Er legt zwar seine grosse, warme Hand auf dem Heidi seine Stirnen und fragt: Schmerzt dich nichts im Kopf oder im Rücken? Nein, nur da, wo ich schnaufe, drückt mir immer einen schweren Stein. Etwa so, wie wenn man etwas gegessen hat und möchte es nachher lieber wieder zurückgeben. Nein, nicht so. Nur so, wie wenn man fest müsste schreien. Weinst du denn nie so recht heraus? Das darf man nicht. Fräulein Rottemeier hat's verboten. Dann schluckst du's herunter zum anderen, nicht wahr? Aber du bist doch gerne in Frankfurt, nicht? Ja, schon. Aha. Und wo hast du denn mit deinem Großvater gelebt? Immer auf der Alp. So. Aber da ist es doch nicht besonders kurzweilig. Eher ein wenig langweilig. Nein, nein. Da ist es schön. So schön. Das Heidi kann nicht mehr weiterreden, schnürt ihm den Hals zu und auf einmal muss es schluchzen. Schluchzen, dass der Herr Doktor ganz verschrickt. Er sagt aber nicht, es soll aufhören. So. Noch ein wenig weinen. Das kann nicht schaden. Und dann schlafen. Ganz fröhlich einschlafen. Morgen wird alles gut. Erst, als Heidi vor Müde wirklich eingeschlafen ist,
geht der Doktor wieder zum Herr Sesemann ins Aufpasserstübli runter. Sesemann, dein kleiner Schützling ist erstens mondsüchtig. Völlig unbewusst hat Heidi Nacht für Nacht die Haustüre aufgemacht und deiner Dienerschaft Schrecken eingejagt. Zweitens wird das Kind von Heimweh verzehrt. Es ist ja ganz abgemagert. Schnelle Hilfe tut Not. Das Kind muss sofort in die heimatliche Bergluft versetzt werden. Hast du gehört? Sofort. Demnach reist es morgen ab. Das ist mein Rezept, Sesemann. Ja, glaubst du, ich schicke das Kind in diesem elenden Zustand zu seinem Großvater zurück? Das kann ich unmöglich tun, Doktor. Mache Kuren mit dem Kind, koste es, was es wolle, aber mach es wieder gesund, ehe ich es heimschicken kann. Ihr Zustand ist keine Krankheit, die man mit Pulvern und Pillen heilen kann. Bedenke, was du tust. Wenn du so redest, gibt es nur einen Weg. Das Kind muss sofort heimgebracht werden. Kaum ist der Herr Doktor fort, klopft der Herr Sesemann wie besessen an die Tür von seiner Haushälterin, der Fräulein Rottenmeier. Sie schiesst auf wie von einer Wespe gestochen. Es ist ja erst 4:30 am Morgen. Das Gespenst fährt sie durch den Kopf. Das Gespenst hat der Herr Sesemann gepackt. Vor Schrecken nimmt Fräulein Rottenmeier alles Letzte in die Hand. Sie setzt ihre Haube verkehrt auf den Kopf, das Gesicht hinten raus schaut. Da fängt sie wie besessen durchs Haus auf an Leute. Alles, was noch in den Federn liegt, schiesst auf. Das Gespenst. Es ist das Gespenst. Der Sebastian schläuft verkehrt in die Hose rein und der Johann vergisst das Nachthemd abzuziehen. So stehen die beiden endlich im Gang aussen und erwartet nichts anderes, als sie findet den Herr Sesemann verwürgt vom Gespenst am Boden liegen. Sie haben nicht übergeschaut und ein Burli munter wie immer in der Stube auf- und abmarschiert. Johann! Was steht er da und schaut mich an, als ob ich Hörner hätte? Er soll sofort Wagen und Pferde in Ordnung bringen und sie nachher vorfahren. Tinette! Sie hat das Kind Heidi aufzuwecken und in den Stand zu stellen, eine Reise anzutreten. Und er, Sebastian, wird augenblicklich Heidis Base, die Dete, herbeiholen. Verstanden? Wo Fräulein Rottenmeier endlich auch erscheint, muss der Herr Sesemann laut rauslachen. Sie schaut ihn an, wie wenn er von den Toten auferstanden wäre. Aber er macht nicht lang Federlässis. Freund Rottenmeier, schaffen Sie unverzüglich einen Koffer zur Stelle und packen Sie alles hinein, was dem Schweizerkind gehört. Dazu noch einen guten Teil von Claras Sachen, damit das Kind etwas Rechtes mitbringt. Na schnell bitte, ohne langes Besinnen. Was soll sie? Ein Koffer holen? Die Ware vom Schweizerkind trainiert tun? Ja, und das Gespenst? Der Herr Sesemann ist unterdessen ins Zimmer von der Clara gegangen. Er nimmt den Stuhl, sitzt zu seinem Kind ans Bett an und erzählt ihm alles, was er jetzt von dem Gespenst weiß. Und noch mehr. Schau, mein liebes Kind, Heidis Gesundheit ist nach der Aussage des Doktors sehr angegriffen. So leid es mir tut, dir das zu sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als Heidi sofort heimzuschicken. Oh. Na, sonst wird sie uns gefährlich krank. Nein, nein, Papa. Was soll ich tun ohne Heidi? Ich halte es nicht mehr aus vor Langeweile. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber alles Schreien und Müde nützen. Sie darf trainieren tun, was sie nur will. Unterdessen ist Steten angerückt. Sie hatte keine Ahnung, was der Herr Sesemann so am frühen Morgen von ihr will. Etwas Gutes erwartet sie nicht. Sie hat nicht das Beste gewissen. Der Herr Sesemann sagt ihr, Heidi ist in hohem Grade heimwehkrank. Sie hat das Kind unverzüglich, das heißt heute noch nach Hause zu bringen. Hat sie begriffen? Wenn der Killenturm oben runtergefallen wäre, Dete hätte nicht mehr können verschrecken. Sie soll Heidi eine Mühe zurückbringen, wo er deutlich gesagt hat, sie soll ihm nicht mehr unter die Augen kommen. Herr Sesemann, mit Verlaub, Herr Sesemann, heute kann ich gewiss Gott nicht. Und morgen haben wir große Wäsche, eine mächtige Wäsche. Es ist mir nicht möglich. Nein, es ist mir nicht möglich. Die und die nächste Woche nicht. So gern ich auch wette. Der Herr Sesemann versteht die Sprache. Er lächelt fein und ruft dem Sebastian. Mache sich augenblicklich bereit. Er hat mit dem Schweizerkind nach Basel und von da nach dem Ort Maienfeld zu fahren. Weiter hat er dem Großvater diesen Brief auszuhändigen. Dann kann er wieder umkehren. Ist alles klar? Das Heidi sitzt in dieser Zeit im Sonntagröckli auf dem Schömmel in seinem Zimmer. Tinette hat ihm nicht gesagt, warum er es den Werchtigsrock nicht anlegen kann.
Sie sagt selten etwas zu ihm. Endlich klopft sie nochmal beim Heidi. Es soll doch zum Morgenessen kommen. Der Herr Sesemann ist schon da. Nun, was sagst du dazu, Heidi? Du schweigst? Ja, am Ende weißt du noch gar nichts von der ganzen Sache. Nun, heute gehst du doch heim. Was? Jetzt gleich. Hi. Ja, willst du etwa nicht? Mama. Also gut, jetzt durch dich frühstücken und danach in den Wagen und fort. Das Heidi hat vor Aufregung kein Möckli runtergebracht. Es weiss nicht, ist es wach oder träumt es noch? Clara zeigt dem Heidi die vielen Guffere. Sie hat einen Haufen Wale drin gepackt. Sie zeigt ihm den Korb, wo das Heidi an den Arm nehmen kann. 12 schöne, weisse, runde Semmeli sind drinnen. Für die blinde Großmutter. Jetzt erst kann das Heidi glauben, dass es wirklich und wahrhaftig darf heimfahren. Heim zum Großvater und zur Großmutter und zu den Geissen. Das Heidi holt noch sein alt verdruckt Hütli und das rote Tuch in seinem Zimmer. Natürlich will ihm das Fräulein Rottenmeier wieder wegnehmen. Aber das mal rette Herr Sesemann das Wort. Nein, nein, das Kind soll heimtragen, was ihm Freude macht. Und sollte es auch junge Katzen oder Schildkröten mit fortschleppen. Darüber regen wir uns nicht auf, Fräulein Rottenmeier. Am Heidi geht alles viel zu schnell. Jemand hebt ihm den Korb. Jemand lobt seine Gutschen nie. Es hat kaum Zeit, dem Herr Sesemann und der Clara für alles zu danken. Schon fängt Gutschen an fahren. Glückliche Reise! Auf Wiedersehen, Heidi! Adieu, Clara! Adieu, Herr Sesemann! Das Heidi sieht nichts mehr vom Haus Sesemann und bald steigt der Sebastian mit der Eisenbahn und die pfuset davon. Man sieht dem Sebastian an, dass er nicht gern auf die Reise geht. Er war noch nie von Frankfurt fort. Und in ein anderes Land zu fahren, wo es so viele Berge hat, dunkelt er mehr als gefährlich. Das Heidi sitzt müßlich still neben dem Sebastian zu. Jetzt erst begreift es, dass es heimfährt. Heim! Aber schon kommt es auch wieder Angst über. Es fragt der Sebastian. Ist Großmutter im Geissen-Peter-Häuschen ganz sicher nicht gestorben? Ach, oh, Mamsellchen, wird schon noch am Leben sein. Wenn man es noch ganz sicher wüsste. Wird schon noch leben, bist auch gar nicht. Warum nicht? Der Sebastian ist müde. Er hat in der letzten Nacht wegen dieser Gespensterei wenig geschlafen. Jetzt schämt er sich, wenn er daran denkt. Aber es langt ihm nicht einmal mehr zu dem. Auf einmal schläft er ein. Auch am Heidi fallen die Augen zu. Aber sogar im Schlaf lässt sein Korb nicht los. Brötli für die Großmutter sind drin. Z Basel müssen Heidi und Sebastian in einen anderen Zug einsteigen. Und dann geht es noch mal weiters und weiters, bis endlich zum Meienfeld sind. Sebastian wird es Himmelangst, wo er die Berge sieht. Und er sollte jetzt mit dem Heidi auf eine Alpbuhr steigen. Die Knie fangen am Anschlottern. Vor dem Bahnhof zu steht ein Leiterwagen mit einem mageren Ross davor. Der Sebastian geht in seiner Not auf dem Mann zu und fängt mit dem Mann an reden. Ja, ja, sagt er. Ihr könnt das Kind schon mit ihm nehmen. Er sagt der Beck vom Dörfli und Platz für die Kufferen wird schon auch noch haben. Jemand, der mit dem Kind auf die Alpbuhr ging, wird sich im Dörfli auch finden lassen. Ich brauche doch niemanden. Ich bin schon manchmal vom Dörfli auf die Alpbuhr gelaufen. Ich weiss doch den Weg. Dem Sebastian fällt ein Stein ab dem Herz. Also muss er nicht da den Berg draufsteigen. Er gibt dem Heidi eine ordentlich schwere Rolle und einen Brief vom Herrn Sesemann für den Großvater. Das Mamsellchen steckt beides am besten in den Korb unter die Brötchen. Es ist ein Geschenk von Herrn Sesemann, wohlverstanden. Wenn es verloren ginge, würde er ganz fürchterlich böse. Das mag das Mamsellchen bedenken.
jetzt ist der Sebastian Gott froh, dass er die gefährliche Bergreise nicht muss machen. Er drückt den Mann, der schon aufs Wägeli steigt und das Heidi neben sich zusetzt, ein Trinkgeld in die Hand, wie der seine Erlebtung nach Kais bekommen hat. Fort hottert das Wägeli der grünen Wiese zu. Das Heidi winkt dem Sebastian, bis er ihn nicht mehr sieht. Er geht keinen einzigen Schritt vom Bahnhof weg. Er wartet auf den nächsten Zug, zum schleunigst wieder heimfahren. Nach Frankfurt. Dort ist es ein Wöhler. Er ist halt dort daheim. Am Heidi kommt es vor, es fahre mitten in den Himmel. Es sieht wieder Wiese, Bäume, Berg, seine lieben Berg. Träumt das Heidi sicher nicht? Ist alles wahr?